Hallihallo, ihr Lieben, hier ist die Andrea aus Andalusien und heute mal mit einer ganz anderen Legung und zwar mit dem Titel Ich kann mich nicht entscheiden. Es geht um eine Entscheidungslegung, wo es einfach darum geht, dass du dir jetzt überlegst, ja, vielleicht hast du zwei Möglichkeiten oder mehrere Angebote und kannst dich nicht entscheiden und vielleicht kann dir diese Legung ja Unterstützung bieten in deinem Prozess der Entscheidung. Ich habe hier schon mal jeweils zwei Orakelkarten gezogen. Ich werde aber nachher noch, also du kannst dir einen Stapel aussuchen von diesen drei Stapeln, wie immer. Und ich habe dann aber noch Tarotkarten, wo ich eine Seite lege, was passiert, wenn du dich für die eine Sache entscheidest und was passiert, wenn du dich für die andere Sache entscheidest. Also es geht dann letztendlich um zwei verschiedene Sachen. Also ich kann jetzt natürlich keine 10 Karten legen, wenn du jetzt dich zwischen 10 Sachen entscheiden darfst. Also die Möglichkeit, wie die Tendenz ist, wenn du dich für die eine Sache entscheidest und die andere und dann vielleicht auch noch eine Ergebniskarte. Ich mache ja immer intuitiv, das habe ich jetzt noch nicht so geplant. Da gucke ich dann immer, wie die Karten liegen, was dann vielleicht noch an Karten kommt, ja? Das biete ich dir jetzt an und wenn du mitmachen willst, darfst du gerne mitmachen. Wie immer ist mir wichtig, dass du dir bewusst machst, dass das eine allgemeine Legung ist und dass es eben nicht immer auf jeden zutreffen kann, auch wenn du dir jetzt eine Sache hier aussuchst. Und dass du deswegen halt immer ganz besonders intuitiv bist, ganz besonders selbstverantwortlich und auch ehrlich mit dir selber und genau reinfühlst, ist es deine Legung oder nicht, passt es in dein Thema hinein oder nicht. Du solltest natürlich auch dein Thema hineinbringen. Ich versuche es relativ so allgemein wie möglich zu lesen, dass du dein Thema dann auch reinbringen kannst. Wenn es natürlich jetzt eine spezielle Geschichte ist, dann, das passiert manchmal auch, dann, na gut, dann musst du halt gucken, ob du damit in Resonanz gehst oder nicht. Und wenn du nicht damit in Resonanz gehst, dann sei nicht böse oder traurig, dann guck dir einfach ein anderes Video an. Es gibt so viele wundervolle Kartenlegungen hier im Internet. Da wirst du auf eine stoßen, mit der du dann in Resonanz gehst. Oder guck dir es einfach an und nimm dir die Inspiration raus. Vielleicht ist ja auch Inspiration in der Legung, die du einfach mitnehmen kannst, ja? Und wenn du noch eine private Legung haben möchtest, dann kann ich dich, dann darfst du mich natürlich gerne kontaktieren. AndreaWirk.com ist meine Website, AndreaWirk.es ist meine E-Mail-Adresse. Ich freue mich immer auf Anfragen und wie immer werde ich auch die Decks, die ich verwende, hier unten im Textfeld bekannt geben, wer Interesse hat an irgendeinem Deck. Und ich werde dort auch die Zeitmarkierungen machen für die drei Stapel. Ne? Das war das, was ich immer so zu sagen habe. Und deswegen, ja, das war eigentlich alles. Jetzt liegt es an dir, mal in dich hineinzufühlen, an dein Thema zu denken, um was es geht, um deine Entscheidung. Und dann einfach ganz intuitiv einen Stapel aussuchen. Das ist hier der Stapel 1. Da habe ich einen Amethyststein liegen. Das ist der Stapel 2, da habe ich einen weißen Stein liegen, ich weiß nicht, was es ist. Und den Stapel Nummer 3, das ist ja ein gelb-oranger Stein, ich bin mir nicht sicher, was es ist. Ist aber auch nicht wichtig. Geh einfach nach deiner Intuition und such dir einen Stapel aus. Okay, dann fangen wir mal an. So, dann haben wir hier den Stapel Nummer 1 mit dem Amethyst. Schauen wir mal, was die Orakelkarten sagen. Das ist übrigens das Entfalte dein Selbst-Orakel und das ist das E2-Orakel. Das habe ich relativ neu. Da werde ich vielleicht auch ins Buch gucken. Hier haben wir Transformation. Du bist in einem tiefgreifenden Prozess, dessen Auswirkungen du noch nicht überschauen kannst. Das ist also das hängt mit deiner Entscheidung zusammen, die wir gleich legen. Und Pause. Ja, also ich würde jetzt fast schon sagen, dass du vielleicht einfach bei deiner Entscheidung erstmal eine Pause machen solltest und erstmal gucken solltest, was da bei dir gerade am Transformieren ist. Weil wenn man in einem tiefen Prozess ist und transformiert, dann weiß man gar nicht, wie das ausgeht und dann ja, dann ist es ja oft so, dass die Entscheidung, die gerade jetzt so wichtig ist, dann sich vielleicht sogar auflöst, die gar nicht mehr wichtig ist oder man plötzlich, ja, dass man dann vielleicht, ja, dass es gar nicht mehr wichtig ist. Aber wir gucken jetzt mal, was passieren würde, wenn du dich, also
wie die Tendenz ist, wenn du dich für eine, für die Sache Nummer 1 entscheidest, für die Möglichkeit Nummer 1, ja. Da lege ich mal drei Karten. Ich mag immer irgendwie drei Karten zu legen. Oh, da haben wir die Entscheidung. Und wenn du dich für die andere Sache entscheidest. Okay, also wir haben hier eine Möglichkeit, tatsächlich Dinge zu klären, wenn du dich für diese Sache hier entscheidest. Und da sind jetzt die Enamorados, also die Liebenden, eher die Geschichte, dass du dich ja entweder, dass du, wenn du dich für diese Sache entscheidest, dass das deine Herzentscheidung ist. Es kann sein, dass es deine Herzentscheidung ist, die dir ganz viel Klarheit bringt und ganz viel Neues, wo du dann die neuen Ideen, die du hast oder weiß ich nicht, um was es geht, dann tatsächlich auch umsetzen kannst. Und der Caballero der Espadas, also der Ritter der Stäbe, der Schwerter, der hilft dir dann dabei, auch ganz, ganz, ganz straight zu sein und ganz flexibel und leidenschaftlich wirklich dieses Ding, um das es hier geht, rauszubringen. Also ich glaube hier, diese Entscheidung ist die eher so die Herzensentscheidung, sonst wäre hier jetzt nicht die Liebenden gekommen. Und die gibt dir dann so viel Kraft, also wenn du diese Sache hier machst, die gibt dir so viel Kraft, dass du und so viel Ideen, die du dann tatsächlich leben kannst, ja? Wenn du dich für diese Geschichte entscheidest, ist es so, ja, puh, da wirst du noch mal, da kann es sein, dass du absolut in deine Kraft kommst, in deine Stärke, aber da darfst du erst noch mal an dir arbeiten. Also hier ist wirklich, also hier würde ich fast sagen, ist das, was hier unter Transformation so ein bisschen und zu verstehen ist, auch wo es daran geht, sich ja an seiner Persönlichkeitsentwicklung noch zu arbeiten, an seiner Bewusstseinsentwicklung, sodass du dann irgendwann zu dieser Königin der Stäbe wirst und deine Sache auch, um die es vielleicht geht, ganz selbstbewusst rausbringen kannst. Aber erstmal bist du eben nicht selbstbewusst, erstmal bist du, geht es dir gar nicht gut, ja, hier geht es ein bisschen um den eigenen Wert. Ja, um den Selbstwert. Aber wenn du dich für diese Sache entscheidest, dann kommst du in deinen Selbstwert. Dann kennst du irgendwann deinen Wert. Dann wirst du irgendwann wissen, welche Talente du hast, weil du dran arbeitest und welche eben du dann rausbringen kannst. Also beide Entscheidungen, also beide Wege sind im Prinzip richtig, sind ja sowieso immer alle Wege richtig. Dieser wird ein bisschen etwas mehr, ja, etwas mehr in die Persönlichkeitsentwicklung gehen, wo du dann aber in deine absolute Kraft kommst. Ja, das wird dann noch mal ein bisschen schmerzhaft vielleicht und so, aber da kommst du in deine Kraft. Und hier ist es so, dass du, ja, vielleicht schon auch so dein Herzenswunsch erfüllst. Und dann dein Ding tatsächlich auch kraftvoll, flexibel, straight, voller Leidenschaft und Mut leben kannst. Also, es ist jetzt schwierig, weil beides ist natürlich klasse. Das ist hier ein bisschen Arbeit und das eben nicht. Aber hier wird ja sage ich mal, als Energie, also das ist ja so das, was im Raum liegt, ist ja hier eigentlich die Transformation gesagt und die Pause. Ja, das heißt, eigentlich wäre es fast besser, wenn du das hier durchläufst, weil das ist nämlich letztendlich deine Transformation und dir die Pause gönnst für diese Transformation, damit du in dein Selbstbewusstsein kommst. Und das wäre dann letztendlich der Weg, der danach passiert, würde ich jetzt sagen. Aber wir können ja gerne noch mal die Karten fragen. Ich würde dann hier so Verbindungskarten legen. Jetzt muss ich mal gucken, welches Deck ich verwende.
glaube, ich nehme das Neue hier auch. Das ist sehr neutral. Dann schauen wir mal, was die Karten sagen, im Hinblick auf was diese beiden, ja, oder was es mit der Transformation auf sich hat, was diese beiden Entscheidungen letztendlich, ob die nicht vielleicht zusammengehören, also was es damit auf sich hat, wie die Verbindung der beiden Entscheidungen ist. Wow. Ich lege hier noch diese Karte für. Wow. Also mir sagen die Karten jetzt, hier haben wir auch zwei der Kelche. Wir haben eine Karte, die ein bisschen innerer Krieg bedeutet. Die mir aber sagt, weil ich die mit der Welt geklärt habe, dass es wahrscheinlich wieder eine Kopfgeschichte ist und die Karte gar nicht so relevant ist. Und die Hohepriesterin, die für mich Intuition ist. Also ich würde sagen, diese beiden Entscheidungen, die du jetzt treffen sollst, gehören zusammen. Ja, weil es geht bei dir um die Transformation. Das klingt jetzt paradox, aber wenn du dich für dieses Ding hier jetzt entschieden hast mit deinem Thema und wenn du jetzt, ja, wenn du damit in Resonanz gehst, dann wird es für dich Sinn machen. Also ich sage jetzt nicht, was du tun sollst, es liegt natürlich an dir, aber ich habe das Gefühl, dass bei dir eine ganz große Transformation stattfindet, wo du dich vielleicht erstmal für dieses Ding hier entscheiden solltest, damit du in deine Transformation kommst, damit du in deine Kraft kommst, auch wenn es jetzt erstmal so aussieht, dass du da vielleicht verlieren wirst oder dass es dir dabei nicht gut geht, aber du wirst in deine absolute Kraft kommen. Und das führt letztendlich dazu, dass du dann dieses Ding hier umsetzen kannst. Und da ich hier auch, und das ist dann wahrscheinlich auch dein Herzprojekt, aber das kannst du wahrscheinlich erst umsetzen, wenn du das hier durchlaufen hast. Deswegen solltest du dich erst für das Ding entscheiden und dann für das. Und es kann auch sein, dass es, und es wird auch deine Intuition letztendlich nochmal stärken. Also es ist ganz wichtig, dass du auf deine Intuition hörst. Also hör mal genau hin, fühl mal genau rein in deine Intuition und guck dir beide Möglichkeiten an und fühl rein was du gerade, ja, ob du wirklich diese Transformation durchlaufen möchtest. Wenn du das natürlich nicht tun möchtest, ist auch gut, dann kannst du gleich hier diese Entscheidung machen. Aber ich glaube tatsächlich, die hängen zusammen, weil du kannst diese Entscheidung, also dieses Ding erst machen, wenn du in deiner Kraft bist. Und du bist gerade scheinbar nicht in deiner Kraft, weil du ja mitten in einer Transformation hängst, ja. Ich möchte jetzt aber auch noch Karten zu der Transformation ziehen. Was nehmen wir denn da? Da weiß ich jetzt gar nicht. Was haben wir denn? Ah, ich glaube. Was haben wir denn hier? Wo haben wir denn diese? Die habe ich. Ich finde die einen Karten nicht, die ich machen will. Ich habe hier nämlich lauter. Das ist jetzt sehr lustig. Die habe ich nämlich jetzt woanders hingelegt. Ich habe hier nämlich so Pfefferchen mir gemacht. Ah, hier sind sie. Sorry, dass es jetzt ein bisschen gedauert hat. So. Nee, wir nehmen andere Karten. Wir nehmen andere Karten. Wir nehmen die Karten hier. So, jetzt gucken wir mal das Ergebnis, wenn du dich für die Transformation entscheidest. Das sieht schon mal gut aus. Da haben wir nochmal die Königin der Stäbe und wir haben den Tod, der ja auch Transformation ist. Also, die Karten sagen mir, dass du dich tatsächlich für die Transformation entscheiden solltest. Also, das wäre dann dieser Weg. Also, was du letztendlich machst, ist natürlich dein Ding, weil du dann tatsächlich hier auch
was Neues beginnen kannst. Also das ist ja auch, der Tod ist ja letztendlich auch die Transformationskarte. Dann kommst du tatsächlich in deine Kraft. Wir haben ja nochmal die Königin der Stäbe. Und das ist die Erfolgskarte. Und in deinen persönlichen Erfolg, dann bist du so kraftvoll und so voller Leidenschaft, dass du dieses Ding hier tatsächlich auch umsetzen kannst. Vielleicht hängt dieses Ding tatsächlich auch mit einer Beziehung zusammen, in irgendeiner Form zu einem Menschen. Es kann jetzt eine Geschäftsverbindung sein, es kann aber auch, weil ich habe hier zweimal die Liebenden, also einmal die zwei der Kelche und einmal die Liebenden gezogen. Das kann eine Geschäftsverbindung sein, die Familie, aber auch eine Liebesverbindung oder eine freundschaftliche. Vielleicht ist das ja auch sogar Thema dieser Entscheidung. Fakt ist, dass die Karten sagen, dass es Sinn macht, jetzt erstmal die Transformation zu durchlaufen. Das heißt, es wäre sinnvoll, sich für dieses Ding hier zu entscheiden, die Transformation anzugehen. Dann kannst du das hier durchziehen und dann kommst du zum absoluten Erfolg. Wir haben ja hier auch die Welt, die ja auch die Vollendung ist, ja. Und dann wird es wirklich gut. Also, das ist das, was die Karten sagen. Was du letztendlich machst, ist jetzt deine Geschichte. Da mische ich mich nicht ein. Das ist jetzt deine Geschichte. Die Karten sagen das und guck mal genau hin, ob du damit in Resonanz gehst, ob es für dich Sinn macht. Und wenn du noch Fragen hast, dann darfst du mich gerne fragen. Wenn du noch eine Legung dazu brauchst, eine private, das ist natürlich noch mal anders als jetzt hier die öffentliche, ist ja logisch. Dann mache ich dir die gerne auch und dann kannst du mich anschreiben. AndreaWirk.com ist meine Webseite. Und wenn du jetzt damit in Resonanz gegangen bist und dir das weitergeholfen hast, würde es mich natürlich freuen, wenn du das Ganze teilst, likest, kommentierst und oder mich abonnierst. Ja. Und wenn du nicht damit in Resonanz gegangen bist, dann sei nicht traurig. Dann such dir eine andere Legung aus oder nimm dir einfach die Inspiration aus dieser Legung, die für dich adäquat ist. Ja, ich danke dir sehr fürs Mitmachen und ich wünsche dir alles Liebe. Ja, spür genau hinein, was du tust. Die Legung macht für mich Sinn. Ich weiß natürlich nicht, um was es bei dir geht. Vielleicht macht es für dich keinen Sinn, aber für mich macht dieser Schritt jetzt hier Sinn. Ja, es ist für mich ein ganz logischer Ablauf von den Karten her. Aber was jetzt dein Thema ist, weiß ich ja nicht. Alles Liebe dir, danke fürs Mitmachen. Ich wünsche dir alles Gute. Tschüss. So, dann haben wir hier jetzt den Stapel Nummer 2. Das ist der Stapel Nummer 2. Hallöchen, ihr Lieben vom Stapel Nummer 2. Das ist dieser weiße Stein. Ich weiß nicht, was es ist. Schauen wir mal, was die Karten jetzt so sagen, was so die Grundsituation ist oder ein Hinweis einfach. Illusion haben wir hier. Wow. Erlaube dir, dein Leben eigenverantwortlich zu gestalten. Das hat jetzt aber für mich nicht viel mit Illusion zu tun. Ich nehme mal erstmal das Stichwort Illusion. Kann ja sein, dass beide Entscheidungen eine Illusion sind, ja. Und klopf, klopf. Wow. Die Karte sagt, es ist ein neues Deck. Ich guck mal ganz kurz ins Buch, weil das ist auch immer sehr lustig geschrieben. Es geht um, ja. Hier klopft was an. Hier klopft nämlich was an, was du vielleicht noch gar nicht wahrnimmst und was dir schon mit Leuchtreklamen und mit ganz viel Botschaften mitgeteilt wird, aber du nimmst es vielleicht noch gar nicht wahr, was vielleicht noch mal eine ganz andere Sache ist. Ja, was vielleicht gar nicht die beiden Entscheidungen sind, die wir jetzt legen, sondern vielleicht klopft ja schon was an, was du noch gar nicht wahrnimmst, weil du in diesen zwei Entscheidungen festhängst und diese zwei Entscheidungen sind eigentlich eine Illusion. Ich weiß es nicht, werden wir jetzt sehen. Wir werden jetzt für die eine Entscheidung legen und für die andere. Oder ich lege vielleicht erstmal hierzu. Ich glaube, ich mache es jetzt ganz anders. Ich kläre jetzt mal diese Karten. Dafür nehme ich das Deck hier. Vielleicht sind beide Entscheidungen oder beide Möglichkeiten ja eine Illusion. Ich frage jetzt mal, was das hier zu bedeuten hat. Wir haben die 10 der Münzen. Wir haben die 8 der Stäbe.
Und wir haben die fünf der Kelche. Ich glaube, ich würde die Karten jetzt aber so rumlegen. Das macht mehr Sinn. Ich glaube, du trauerst gerade irgendwie was. Also du bist gerade in so einem Modus, ja, ich lege die Karten mal, dass ihr sie besser seht. Du bist jetzt in einem Modus, wo du vielleicht verzweifelt bist, weil du dich eben nicht entscheiden kannst, weil du nicht weißt, welchen Weg du gehen sollst. Und dabei merkst du gar nicht, dass hier ja noch was ist. Ja, hier ist noch was. Hier sind noch Kelche. Hier ist ganz viel Fülle. Hier ist nämlich diese Fülle, die du hier hast. Und du bist hier in deinem kleinen emotionalen, weil das sind ja Emotionen, die Kelche, in deinem emotionalen Karussell, sag ich jetzt mal, gefangen und bist traurig und verzweifelt und siehst gar nicht die Möglichkeiten. Und hinter dir schießen hier lauter Pfeile durch. Hier hinter dir schießt der Komet durch, ja, der dir eigentlich was sagen will. Das ist dieses Klopf, Klopf. Und da klopft was an und will die Tür öffnen und hinter der Tür ist der Regenbogen und hinter der Tür ist eigentlich die wahre Fülle, ja, die wahre materielle Fülle. Und du brauchst dich jetzt eigentlich gar nicht zu entscheiden, sondern du brauchst eigentlich nur dich umzudrehen und die Augen zu öffnen und zu gucken, was da tatsächlich anklopft, weil das, wofür du dich entscheiden sollst, ist letztendlich eine Illusion. Und mehr brauche ich dazu, glaube ich, gerade gar nicht sagen. Ich hab jetzt echt den Drang, noch eine oder eine Karte jeweils für die Entscheidung zu legen. Aber ich hab dann so ein bisschen das Gefühl, dass ich die Legung kaputt mache. Weil hier ganz klar für mich gesagt wird, dass dass die Entscheidung, also die beiden Möglichkeiten, eine Illusion sind. Hier haben wir auch die Rapidez und den Loco. Hier haben wir die Entscheidungskarte. Wir haben hier die Ass der Kelche und okay, es ist egal, für was du dich entscheidest, es wird alles gut. Auf verschiedene Art und Weise. Und was ist, wenn du dich für nichts entscheidest? Wow. Die möchte ich aber noch mal klären. Wow. Also, wenn du dich für diese Sache entscheidest, da haben wir auch diese Schnelligkeit, diese Pfeile, das ist im Prinzip die gleiche Karte. Und hier, wir haben was ist denn das hier? Die Prinzessin, Prinzessin der Stäbe, die ja ganz leidenschaftlich ist. Und die Abenteuer will. Also diese Seite sagt mir, dass du ins Abenteuer kommst, in deine Freiheit, aber in eine Ungewissheit und in Abenteuer. Und wo ganz viel Leidenschaft ist, aber auch ganz viel Ungewissheit. Ja, weil der Uranus ist Freiheit, der will Freiheit leben, der will die Weite leben, der will der Nah eben auch. Und hier, es kann aber auch sein, dass es ganz schnell wieder vorbei ist, wenn du dich hierfür entscheidest. Ja, dass es eine ganz schnelle, leidenschaftliche Geschichte ist, mit viel Kreativität, mit viel Neugierde, Abenteuer, also eine sehr abenteuerliche Geschichte ist, aber die ganz schnell vorbeigeht. Ja, das sagt mir die Rapidez, also die Schnelligkeit. Und wenn du dich hierfür entscheidest, dann kann es sein, dass du tatsächlich bei dir ankommst. Ja. Und wenn du dich für gar nichts entscheidest, das ist hier das emotionale Ankommen, aber da darfst du auch noch mal deine Ängste ein bisschen angehen. Da sind noch ganz viele Ängste. Hier geht es, glaube ich, hier geht es höchstwahrscheinlich um eine Verbindung, also in irgendeiner Form, ja. Aber hier sind noch
Hier ist noch Feuer, hier sind noch Ängste, die er hier mit den Schwertern versucht zu bewältigen. Das heißt, du kommst hier auch vielleicht noch mal in einen Prozess, wo du an deinen Ängsten arbeiten darfst, aber du hast dann die Möglichkeit, tatsächlich in deinen inneren Frieden zu kommen, in deine, dir wird Liebe geboten und die kannst du dann tatsächlich auch feiern. Das ist die 10 der Kelche, das ist die höchste Karte bei den Kelchen, die immer sagt, dass man, die für mich sagt, du kommst zu Hause an, in deinem emotionalen Zuhause, ja. Hier hast du dein materielles Zuhause, was auch emotional sein kann, aber hier ist das ist eher so das Emotionale. Das sagt mir eigentlich, dass du hier in eine Verbindung gehst, in irgendeiner Form. Es kann natürlich auch eine Geschäftsverbindung sein, eine Familienverbindung, eine Freundschaftsverbindung. Es muss nicht eine Liebesverbindung sein. Wenn du dich für diese Geschichte entscheidest, ist es so, dass es eher eine kurzfristige, sehr, sehr, sehr intensive, sehr abenteuerliche Geschichte ist. Und wenn du dich hierfür entscheidest, dann kommst du mehr bei dir zu Hause an. Und wenn du dich für gar nichts entscheidest, dann kommst du auch in die Vollendung. Ja, du kommst auch bei dir an. Das ist die 9 der Pentakel und das ist hier die 10. Und wir haben ja hier auch das sich für nichts entscheiden letztendlich. Die 9 und die 10, das ist absolute Fülle, materielle Fülle, die jetzt nicht unbedingt heißt, dass du jetzt ganz viel Besitz und Geld hast, sondern dass du einfach abgesichert bist. Und das ist die Karte, das ist so die Familie eher, also die abgesichert, das abgesichert im Familienverband. Und das ist eher deine eigene Abgesichertheit, ja, dass du dich selber, also das bist du und das sind mehrere Menschen in der Sicherheit. Und das ist eine absolute Karte, die mir sagt, dass du auch in deine Selbstsicherheit kommst. Im materiellen Bereich, dass du bei dir ankommst. Hier entscheidest du dich irgendwie für jemanden, habe ich das Gefühl, für etwas. Es kann ein Mensch sein, es kann auch eine Situation sein. Und hier entscheidest du dich für dich selber. Und dadurch, dass du dich für dich selber entscheidest, kann es auch sein, dass du auf Menschen triffst, die dir ganz viel Liebe entgegenbringen. Das ist ja hier so diese Karte im Prinzip der Nostalgie, die auch mit Vergangenheit zu tun hat. Aber in dem Fall würde ich sagen, ist es die Karte, wo du auf deine Herzmenschen triffst, wenn du bei dir angekommen bist. Ja, wirklich auf deine Herzmenschen, die auch mit denen du auch geistig verbunden bist. Ich glaube, bei dir geht es hier um die Entscheidung, zwischen zwei Menschen. Wenn es nicht so ist, dann ist es halt dann auch die Situation geht auch. Aber wenn es zwei Menschen sind, dann bringt dich dieser Mensch, dann ist dieser Mensch eine große Verlockung, weil er dich, ja, weil er halt abenteuerlustig ist, frei, weil er dir vielleicht auch, weiß ich nicht, ne, da kannst du eine ganz schnelle, abenteuerliche Geschichte leben. Wenn du dich für diesen Mensch entscheidest, der bietet dir emotionale Sicherheit und du kommst auch in deinen inneren Frieden. Und wenn du dich für nichts entscheidest, sondern ausschließlich nur für dich, dann kommst du bei dir an und wirst dadurch auf deine Herzmenschen treffen, was auch ganz wertvoll ist, ja, was dann letztendlich auch deine materielle Sicherheit ist. Und das liegt jetzt an dir, was du tust, und das ist wahrscheinlich auch hier diese Karte der Illusion, und das ist vielleicht auch das, was anklopft, nämlich du selbst, ja. Und wenn es jetzt hier keine Menschen sind, dann sind es einfach auch Situationen, dann musst du dein Thema reinbringen. Für mich sind es hier zwei verschiedene Menschen, um die es geht, mit denen man eine Verbindung eingeht, in welcher Form auch immer. Und hier ist es halt crazy, abenteuerlich, leidenschaftlich und schnell vorbei. Hier ist es eine gefestigtere Geschichte, die auf Liebe basiert, die dich auch in den inneren Frieden bringt. Und hier geht es erstmal um dich selbst. Was aber letztendlich dazu führt, dass du bei dir ankommst, bei dir in deiner Welt und dich dadurch für deine wahren Herzmenschen, für deine Seelenfamilie, sage ich mal, öffnen kannst. Und es liegt jetzt an dir zu erkennen,
Welche dieser drei mittlerweile Möglichkeiten Illusion ist und welche nicht. Und dann macht auch dieser Satz Sinn, erlaube dir dein Leben eigenverantwortlich zu gestalten. Also lass dich nicht von anderen beeinflussen, von dem, was dir andere versprechen, sondern horch ganz tief in dich hinein. Und wir haben hier ja auch noch die Hohepriesterin, die Intuition ist, und fühl genau hinein, was ist wirklich der Weg? Ist das hier wirklich der Weg oder ist der Weg, sich eben für nichts zu entscheiden und mal genau hinzugucken, was da wirklich anklopft. Und was da wirklich anklopft, ist meiner Meinung nach deine Seele, dein eigenes Du, dein Ich, was einfach auch gesehen werden möchte. Und die Karte kann man dann zum Beispiel auch so deuten, dass es dann darum geht, nochmal dein inneres kleines Kindchen zu besuchen. Also hier geht es um dich selber, ja? Mit dir selber auch Frieden zu schließen. Und das ist eigentlich das Wertvollste an allem, weil wenn du bei dir selber ankommst, dann bist du offen für alles andere. Dann wird alles andere einfach auf dich zukommen und du musst dich nämlich gar nicht mehr entscheiden. Und jetzt liegt es an dir, für was du dich entscheidest. Das ist jetzt dein Ding. Hier sind diese Möglichkeiten. Es ist jetzt noch eine dritte dazugekommen, nämlich sich für nichts zu entscheiden, ausschließlich nur für sich selber und eben zu gucken, was da wirklich anklopft. Weil laut dieser Karten ist es tatsächlich die Gloria, ne? Das ist hier die Gloria ein Stück weit. Das ist auch sehr schön und das ist natürlich auch klasse. Man kann natürlich auch alles mitnehmen, vielleicht, ich weiß es nicht. Da könnte man noch eine Karte ziehen. Was ist, wenn man alles mitnimmt? Was ist, wenn man alles mitnimmt? Ich nehme da, ich bin heute mal wieder ein bisschen crazy, Leute. Crazy sein macht Spaß. Dann nehmen wir auch die crazy Karten. Was ist, wenn man alles mitnimmt? Nehme ich mal meine crazy, magischen crazy Karten hier. Oh! Du kannst doch alles mitnehmen, Baby. Scheinbar. Vielleicht ist das ja auch die Illusion, weil wir haben hier die 7 der Kelche, die mir in diesem Deck sagt, dass das, ja, das ist ja eigentlich auch diese Illusions- und Traumkarte, aber die mir sagt, hey Baby, es ist sowieso alles Illusion, nimm einfach das, nimm einfach alles mit, ja, und dann kommst du wirklich in die wahre Liebe. Das ist ja geil. Also, das ist jetzt eine sehr crazy Legung. Auch wenn ich jetzt lache und wenn ich jetzt hier ja sehr, sehr crazy damit umgehe, ist es trotzdem auch ernst zu nehmen. Vielleicht muss man sich manchmal gar nicht entscheiden und das ist die Illusion. Vielleicht kann man alles mitnehmen. Aber das wirst du dann wissen. Fakt ist, egal was du mitnimmst, du kommst in die Liebe und egal was du mitnimmst, ist es Illusion. Und guck einfach, was anklopft. Wichtig finde ich ist aber schon, dass man bei sich selber ankommt. Das finde ich schon ganz wichtig in dieser Geschichte. Das solltest du dir zu Herzen nehmen. Ja, alles andere würde ich einfach jetzt mal spielerisch nehmen. Ja, das Leben ist ein Spiel, also nimm es auch spielerisch. Und das Leben ist eigentlich auch eine Illusion. Aber ich will jetzt nicht philosophisch werden. Die Karten, die berühren mich hier sehr von dieser Möglichkeit, eben keine dieser Möglichkeiten zu schöpfen, weil die Karten sagen mir, dass du bei dir ankommst, wenn du keine dieser Möglichkeiten schöpfst. Aber wie gesagt, Leben ist crazy. Vielleicht ist es auch gut, erstmal auf sich zurück, dich um dich selber zu kümmern und dann eine von diesen Entscheidungen zu machen oder alle, ja. Aber ich glaube, das ist eine ganz wichtige Geschichte. Mal bei sich selber noch zu schauen und selber in die Kraft zu kommen und dann wird sich das hier auch von selber lösen und auf dich zukommen und du musst dich gar nicht mehr entscheiden. Ich glaube, das ist auch das eigentliche, was diese Karten mir hier sagen, ja. Wenn du bei dir bist, dann kommen die Dinge so auf dich zu, dass du gar nicht mehr entscheiden musst, ja, letztendlich. Und dann ist auch alles Liebe, dann ist alles Liebe, ja. Wow, das war jetzt ein bisschen chaotisch hier.
Aber irgendwie auch nicht. Für mich ist es total klar, weil das Leben ist teilweise crazy. Und wie gesagt, diese Legung sagt mir, dass du erstmal bei dir schauen solltest, dich erstmal nicht entscheiden solltest. Und dann entwickelt sich das von selber, weil das Leben ist crazy. Und hör immer, guck immer genau hin, was da anklopft. Ja, das ist ganz wichtig. Und agiere immer selbstverantwortlich, auch mit dieser Legung. Und wenn du jetzt mit dieser Legung nicht konform gegangen bist, was ja auch nicht schlimm ist, dann leg sie weg oder nimm dir raus, was du gerne rausnehmen möchtest. Sei nicht traurig, sei nicht böse. Wenn du damit konform gegangen bist, dann freue ich und dir das weitergeholfen hat, auch wenn es jetzt ein bisschen ein bisschen crazy gewirkt hat. Dann freue ich mich natürlich über Likes, über Kommentare und über Teilen und auch, dass du mich abonnierst, wenn du es noch nicht gemacht hast. Und ja, und wenn du noch Fragen hast oder vielleicht noch mal genauer wissen willst hier zu diesen drei Posten oder zu der Illusion, dann freue ich mich natürlich über Anfragen, ne? Oder wenn du noch eine Legung möchtest eben. Und andreawirk.com ist meine Webseite, da findest du alle Daten, ja? Okay, ich danke dir sehr fürs Mitmachen. Ja, nimm diese Legung ruhig auch ernst, auch wenn ich die jetzt ein bisschen flapsig gelegt habe. Trotzdem ist sie ernst zu nehmen. Diese Karten hier berühren mich sehr, diese mittleren. Und ich, ja, ich danke dir fürs Mitmachen. Ich wünsche dir alles, alles Liebe. Ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss. So, dann kommen wir jetzt zu der dritten Legung. Das ist hier die dritte Legung. Hallöchen, ihr Lieben von der dritten Legung. Das ist der gelb, weiß ich nicht, Stein. Schauen wir mal, was die Karten so sagen. Ne? Wir haben hier die Ungewissheit. Wow, halte das, ich weiß nicht, ich weiß es nicht aus. Die Antworten kommen zur rechten Zeit, sei unbesorgt. Das ist ja jetzt sehr interessant. Wir hatten ja vorhin hier schon die Illusion bei dem anderen, was ja auch. Hasta la vista, Baby. Wow, hier geht es darum. Ja, die Dinge loszulassen und vielleicht solltest du einfach die zwei Möglichkeiten, die zwei Entscheidungsdinger loslassen. Ich gucke mal gerade im Buch, das Deck ist noch neu. Ich glaube, das war auch ein ganz kurzer Absatz hier. Ja, genau, wenn es nämlich, wenn du loslässt, wenn du die Dinge loslässt, die dich ja jetzt belasten, weil das belastet dich ja, dass du dich entscheiden willst, dann kommen die Dinge ganz von selber auf dich zu. Und eigentlich brauchst du dich gar nicht entscheiden. Eigentlich brauchst du dich gar nicht entscheiden. Und ich mache es jetzt genauso wie bei der anderen Legung, dass ich jetzt einfach mal zu diesen Karten hier lege, ohne dass ich jetzt Dinger lege. Ja. Da hatte ich dann zwar noch welche gelegt, aber hier sind zwei Karten. Okay. Wenn du loslässt jetzt und dich für keines, wenn du diese zwei Dinger, wo du dich entscheiden willst, also diese zwei Möglichkeiten, wenn du die einfach mal zur Seite schiebst und loslässt, ja, dann kannst du dein Leben genießen und es wird was Neues wachsen. Und das, was dir jetzt solche Kopfschmerzen bereitet, und guck mal, wie viele Möglichkeiten du eigentlich hast, fünf, also du hast ein ziemliches Kopfkino, was dir auch innere Kriege bereitet, das wird dann nicht weggehen, aber du darfst, warte mal, das muss ich jetzt auch noch mal klären. Weil das ist für mich ja auch die Meisterschaftskarte. Ja, dann kommst du tatsächlich in deine Meisterschaft. Also Meisterschaft ist für mich immer so, dass du dann einfach die Dinge freier und weiterleben kannst. Das ist hier der Stern und der Stern ist mit dem Wassermann, mit der Wassermann-Energie verbunden. Und das ist ja auch das Universum. Und der Wassermann ist für mich einer, der ganz frei lebt, der Freigeist. Und wenn du wirklich diese Möglichkeiten jetzt einfach mal loslässt, hier, ja, halte das, ich weiß es nicht aus.
Die Antworten kommen zur rechten Zeit. Wenn du es loslässt, dann geht alles weg, dann werden sich neue Dinge eröffnen und du kommst immer mehr in dein Vertrauen und das ist ein Stück weit auch die Meisterschaft für mich, ja. Hier entwickeln sich ja neue Geschichten. Du arbeitest dran und es entwickelt sich was Neues und bei dir entwickelt kann sich dann tatsächlich vielleicht auch sowas wie Vertrauen, Urvertrauen entwickeln, wenn du das jetzt loslässt. Und ich glaube, ich werde hier jetzt keine Entscheidungskarten legen, weil es hier gar nicht darum geht, sich zu entscheiden, sondern es geht darum, die Möglichkeiten, die du hast, einfach freizulassen. Und einfach mal in dieser Ebene zu schweben des Nichtswissens. Oh Scheiße, ich muss mich doch entscheiden, zum Beispiel, ja. Ich muss mich doch entscheiden. Es geht doch gar nicht, dass ich mich nicht entscheide. Doch, es geht. Es geht, dass du dich nicht entscheidest. Und wenn du dich nicht entscheidest, wirst du merken, wie du dich von diesem Kopfkino befreien kannst und du wirst absolut dein Leben plötzlich genießen können. Und du wirst auch merken, dass Dinge auch wachsen können, ohne dass du dich entscheidest, weil du im vollsten Vertrauen bist, dass da was wächst. Ja. Das Mädchen hier hat Yin und Yang in der Hand. Deine Entscheidungen sind im Prinzip ja auch Yin und Yang, ja. Das sind zwei verschiedene Dinge, und hier sagt aber das Yin und Yang, dass die zusammengehören, dass man sich gar nicht entscheiden muss. Yin und Yang gehört zusammen, damit man in eine Harmonie kommt. Das heißt, du musst dich nicht entscheiden. Lass es einfach liegen. Und in dem Moment, wo du es liegen lässt, dann kommst du in dein Abs, dann kannst du das Leben plötzlich genießen, weil du nicht mehr in diesem Kopfkino bist und weil du immer mehr in deine Meisterschaft kommst. Und deine Meisterschaft ist eben auch dieses Urvertrauen, von dem ich gerade geredet habe, ja. Und das sind eigentlich total geile Karten. Und ich möchte jetzt nochmal Ergebniskarten legen. Und ich glaube, ich nehme dazu, nehme ich jetzt, wo haben wir es? Dazu nehme ich jetzt meine energetischen Karten. Ich möchte noch wissen, was im energetischen Feld bei dir ist, was du jetzt vielleicht noch gar nicht weißt und umsetzen kannst, aber was dann letztendlich auch die Tendenz ist, ja? Wow. Die wollten alle raus hier. Wir haben, ups. Wir haben, was haben wir denn hier? Wir haben den Ritter der Kelche. Wir haben die Sieben der Kelche und wir haben den Buben der Stäbe. Ja? Das heißt, in deinem Energiefeld, hier haben wir ja auch so diese Illusion, ne? Diese Wunschträume. Und wir haben hier sogar ein kleines Teufelchen, wir haben hier einen Schmetterling. Wir haben hier eigentlich die Fülle von all den Möglichkeiten, die im Universum da ist, ja? Das ist die ganze Fülle von den Möglichkeiten, die für dich bereitstehen letztendlich. Und hier hast du zwei Möglichkeiten, wo du glaubst, du musst dich entscheiden, aber das in deinem Energiefeld sind noch viel, 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 viel mehr Möglichkeiten. Und wenn du das jetzt loslässt, und das sagt ja diese Karte, dann wird genau die Möglichkeit auf dich treffen. Das ist dann hier letztlich hier der Ritter der Kelche, der ja aber auch ein bisschen Liebe bedeutet. Oder Kreativität, ja, der kommt dann auf dich zu. Also da kommt dann was auf dich zu, was du gar nicht entscheiden musst. Es kommt dann einfach auf dich zu, weil es jetzt dran ist, auf dich zuzukommen. Ja, und dann kannst du das nämlich auch leben. Und der Bube der Kelche ist auch einer, der auf dich zukommt. Der hat meistens eine Nachricht oder ein Angebot, ja, in dem Zusammenhang zumindestens. Und das ist schon in deinem Feld drin, dass du ein ganz liebesvolles, dass da ganz was ganz Liebevolles auf dich zukommt, was dir absolut Harmonie und Liebe bringt und Kreativität und es ist ein Angebot. Und das ist in deinem Feld schon drin, wo ganz viele andere Möglichkeiten noch sind, die du noch gar nicht wahrnimmst. Die kommen aber auf dich zu, wenn du hier diese Möglichkeit loslässt. Diese beiden, ja?
möchte jetzt hier noch eine ziehen, weil das ist mir noch ein bisschen zu unkonkret hier. Den Herrscher. Und den Herrscher finde ich hier in diesem Deck total geil. Normalerweise ist er ja, ist er manchmal auch ein bisschen rigide, aber hier empfinde ich ihn gar nicht als rigide. Er ist vielleicht ein Stück weit rigide, aber hier ist alles offen. Hier ist die Weite. Und das ist bei dir jetzt auch im Feld schon drin, im energetischen, dass du die Weite, was letztendlich ja hier auch diese ganzen Möglichkeiten sind, du hast eine Weite vor dir offen an Möglichkeiten, dein Leben zu leben. Und es wird das auf dich zukommen, was in dem Moment das Richtige ist, was in dem Moment zu deiner jetzigen Stand deiner Meisterschaft passt. Und du musst nichts entscheiden. Und es wird dir auch Sicherheit geben, ja? Und es wird genau das Richtige auf dich zutreffen. Und das sagt ja letztendlich hier auch diese Ungewissheit. Halte das, ich weiß nicht, aus. Die Antworten kommen zur rechten Zeit. Sei unbesorgt. Und die Antwort ist schon hier im Feld. Das ist dieser Ritter, dieser Bube der Stäbe, der bringt meistens eine Nachricht. Und der Ritter der Kelche manchmal auch. Also, das sind so Nachrichtenbringer, ja. Und das sind auch Liebesbringer. Also, er bringt auch ganz viel Kreativität und Liebe. Und ja. Lass diese zwei Möglichkeiten los. Hasta la vista, Baby. Hasta la vista ist ja Spanisch, heißt ja Tschüss, auf Wiedersehen. Nee, auf Wiedersehen gar nicht, einfach nur Tschüss. Ja. Und dann kommen Dinge auf dich zu, die du jetzt noch gar nicht glaubst, dass sie auf dich zukommen. Und dann wirst du auch in deine Absolut, die du dann genießen kannst, wo du drauf aufbauen und vertrauen kannst. Und ja. Die dir einfach neue Räume schaffen, würde ich fast sagen, ja. Das ist das, was bei dir anliegt. Wenn du damit jetzt natürlich nicht konform gehst, ist okay, dann sei nicht traurig, sei nicht böse, sei nicht, such dir eine andere Legung aus. Aber guck noch mal genau rein. Bei dieser Legung solltest du genau reinspüren, ob diese zwei Möglichkeiten wirklich die Möglichkeiten sind und ob es nicht besser ist, wirklich zu sagen, hey, ich sage Tschüss zu den Möglichkeiten und ich öffne mich für das Universum. Hier, das ist ja auch eigentlich auch Universum und öffne mich den Möglichkeiten, die noch in meinem Feld sind und irgendeine wird auf mich zukommen, die dann zu mir passt, zu meiner Meisterschaft, zu meinem Weg in die Meisterschaft. Guck dann noch mal genau rein, auch wenn du glaubst, dass du jetzt nicht damit konform gehst, ist es vielleicht doch deine Legung. Also sei ganz ehrlich mit dir. Und wenn du dann merkst, dass es doch nicht deine Legung ist, dann legst du weg, such dir eine andere aus, sei nicht traurig. Gibt genug Legungen im Netz, im Universum, wollte ich schon sagen hier. Es gibt genug. Und wenn du damit jetzt konform gegangen bist und dir das weitergeholfen hat, ja, dann würde ich mich natürlich freuen, wenn du das Ganze teilst, likest, sharest, hatte ich ja schon gesagt, kommentierst und mich vielleicht auch abonnierst, ja. Würde ich mich sehr freuen, weil mir das natürlich hilft, diese Videos auch weiter zu verbreiten, damit ich andere Menschen auch unterstützen kann. Und wenn du noch eine Legung möchtest oder Fragen hast, dann darfst du mich natürlich gerne kontaktieren. andreawirk.com ist meine Webseite. Da findest du alle Daten, ja, wie du mit mir in Kontakt kommen kannst. Und ja, das war's. Ich wünsche dir alles Liebe. Also fühl genau rein. Das ist eine geile, für mich eine ganz runde, stimmige Geschichte hier von den Karten her. Du solltest natürlich gucken, ob es zu dir passt. Ich danke dir sehr fürs Mitmachen und für dein Vertrauen und ich wünsche dir alles Liebe. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.